Eine letzte Probe, damit jeder Handgriff sitzt. Katharina und Christoph Heinze stylen heute den Sleek-Look, bei dem die Haare eng am Kopf anliegen. Eine Frisur, die die beiden Friseure sowohl auch auf der New York Fashion Week zaubern dürfen. Dass die beiden wirklich zu dem Mode-Event im Big Apple dürfen, können sie noch gar nicht richtig glauben. Also ich bin grundsätzlich mit dem Kopf noch gar nicht so richtig da. Also ich freue mich jetzt. Als ich damals in meiner Ausbildung angefangen habe, habe ich wirklich nie damit gerechnet, dass ich mal irgendwann an den Punkt komme, dass ich sagen kann, ich fliege nach New York und darf da an der Fashion Week teilnehmen. Also das ist wirklich eine Ehre. Also es ist schon was Besonderes. Bei der Fashion Week muss alles schnell gehen. Viele Models in kurzer Zeit. Der Stressfaktor ist hoch. Eine echte Umstellung zu ihrem normalen Alltag im Friseursalon. Bei uns ist halt wirklich die Philosophie so ein bisschen, der Kunde soll sich wohlfühlen, es soll angenehm sein, es soll nicht ruppig sein, es soll einfach ein schöner Ablauf sein. Und dort ist halt genau das Gegenteil. Ne? Da sind wir auf Zeit gepocht, das muss ratzfatz gehen. Wir würden behaupten, dass das teilweise auch echt unangenehm ist auf dem Kopf. Da müssen die dann durch. Stammkundin Christina Zivkovic steht zum Üben bereit. So kann sie sich heute fast mal ein bisschen wie ein Model auf dem New Yorker Laufsteg fühlen. Das ist natürlich einfach gigantisch, ne? Also es ist, wir sind hier in Stur, es ist ja noch nicht der Nabel der Welt, sage ich mal, aber gut, die beiden sind einfach wirklich großartig und das ist ein Zeugnis ihrer Arbeit. Den Familienbetrieb in Stur führt Christoph Heinze gemeinsam mit seiner Mutter Conchita. Dabei findet er zunächst über einen Umweg zu seinem Traumjob. Nach einer abgebrochenen Ausbildung zum Zimmermann entdeckt er mit dem Friseurhandwerk seine große Leidenschaft. Dass er nun zur Fashion Week darf, auch für seine Mutter der absolute Höhepunkt seiner Karriere. Ich als Mama bin natürlich wahnsinnig stolz, weil ich die Entwicklung gesehen habe, die er durchgemacht hat. Und dass das jetzt so eine kleine Krönung davon ist, ist natürlich für mich total faszinierend. Bevor es für die beiden Hairstylisten nach New York geht, mussten sie bereits in Hannover ein Bootcamp absolvieren. Dort haben sie gemeinsam mit 33 weiteren Friseuren aus ganz Deutschland für die Fashion Week trainiert. Ich hatte persönlich super viel Spaß dort. Das Ganze, weil ich aus meinem typischen Alltag mal raus war. Ne? Dadurch, dass ich ja eigentlich hauptsächlich oder zu 90% im Herrenfach bin und fast nur Männer mache tagtäglich, war es für mich mal eine schöne Abwechslung. Wir sind eine super coole Truppe, also das haben wir ja schon festgestellt im Bootcamp, ne? Zur Vorbereitung. Einfach wieder diese Gemeinsamkeit mit anderen Friseuren, das ist was ganz Besonderes. Neben der Teamarbeit ist vor Ort dann vor allem eins gefragt, Flexibilität. Wir sind in der WhatsApp-Gruppe und dann wird uns gesagt, zu dem und dem Zeitpunkt müssen wir in einer Stunde oder anderthalb Stunden da sein. So und so viele Leute. Und wenn wir dann diesen Punkt haben, wo wir dann hin müssen, dann kann es auch sein, dass wir von erst geplanten 5 Leuten dann 10 Leute stylen müssen. Die Vorfreude steigt und die letzten Vorbereitungen für die Reise laufen auf Hochtouren. Wir müssen uns noch um so ein paar Sachen kümmern, die wir tatsächlich damit hinnehmen müssen. Das ist ja alles an Material, muss man selber mitbringen. Das darf man nicht vergessen. Bis auf ein paar Sachen, die man vor Ort noch kaufen muss. Das wird noch erledigt und ansonsten ja, lassen wir das einfach auf uns zukommen, würde ich sagen. Ich versuche natürlich so viel wie möglich mitzunehmen von den Shows. Aber wir wollen natürlich auch versuchen, New York ein bisschen uns anzuschauen, was wir halt an Zeit dafür entbehren können. Vom beschaulichen Stur in die Megacity. Die nächsten Tage dürfen Katharina und Christoph Heinze in die ganz große Modewelt eintauchen.